waren DS. Und das erste Spiel, Mario 64 DS. Früher, da war ich glaube ich irgendwie 6 oder 7 Jahre alt. Das Spiel war mir einfach zu schwer. Ich hab's einfach nicht zum ersten Bowser immer gescheitert. Okay. Also ich musste jetzt noch nie ein Spiel abbrechen, weil es zu hart war. Glaube ich nicht. Nein. Also mir fällt gerade keins ein. Dann mach Kaizo Mario. Mal sehen wir, ob es dir zu hart ist. Ich glaube, das einzige Spiel, wo ich wirklich fast abgebrochen hätte, obwohl ich es mir fest vorgenommen habe, das durchzuspielen, war Kingdom Hearts 2 im Critical Mode. Das war ein persönliches Projekt, das war so geil. Sollte ich vielleicht auch mal machen, Kingdom Hearts. Wo macht er das? Galaxy. Ja, eigentlich schon. Ich feier die Galaxy-Reise, so. Der Funk läuft deinetwegen Highspace. Bist du nicht der Einzige? Nein. Unterwegs. Die haben einen Tipp von einem Nachrichten-Heli. Ist so schlimm, dass er sie jetzt erst anfängt. Als Bot. Bewegung, Bewegung! Hey, lassen Sie den Kopf auf Ihre Hände. Sonst eröffnen wir das Feuer. Ich glaube, es ist so produktiv. Bin da einfach auf dem Minecraft-Server. Und renn die ganze Zeit so. Vorhin einfach immer so eine Runde. Mach ich jetzt so seit einer halben Stunde ungefähr. Seit einer halben Stunde, okay. Ja, ist echt so. So ein kreisförmiger Spawn und dann renne ich dich jetzt da rein. So Minecraft-Leben. Ja. Das ist das Leben eines richtigen Subklasse. Der spielt nicht nur Hunger Games oder so. Nee, der rennt mal eine halbe Stunde am Spawn. Ich bin noch mehr. Bitte Runden. Du musst von dem Dach runter, Pay. Egal wie, tut es einfach. Musst du auch unbedingt mal wieder anfangen. Ja, ja. Du hast recht. Ich glaube nicht, Miepi haben wir jetzt auch verscheucht. Miepi, nein. Ja, warte. Der Schwede. Okay, sie ist noch da. Max, sie ist auch nicht da. Ich schätze, du bist dahin unterwegs, aber sei vorsichtig. Keiner weiß, was da vor sich geht. Wärst du eigentlich gern auf der Gamescom gewesen? Nee. Also jedenfalls nicht das Jahr. Ich wäre noch nicht volljährig. Aber ich hatte vor, nächstes Jahr zu gehen. Ich wahrscheinlich auch. Also das einzige größere Event, wo ich bis jetzt war, was einigermaßen mit Games zu tun hatte, war die Fantasy Basel. Fast mal was davon gehört hast. Nee, noch nie. Ich war noch auf keinem Festival, da die alle so in Deutschland zu sehen. Ja, aber Fantasy Basel ist halt in der Schweiz. Das ist geil. Ja. Da war ich auch bei meinen besten Freunden. Das war richtig geil. Weil das war eigentlich ein Cosplay-Event, aber Cosplay, da sind meistens auch Games. Und da gab's reichlich davon. Glaube ich dir. Ja. In die Schweiz, wenn ich jetzt zu dir fahren würde, wären das auch locker 8 Stunden. Und ich fliege 2 Stunden, 3 Stunden. Absolut. Ja. Bis morgen, Leute. Genau. Ja. Dann morgen am Gast dabei. Genau. So, diesmal hier nicht so hart. Nee, dem Game sterbe ich immer da. Also bist du ja so in einem Hochhaus drin und dann musst du ja so runter. Ja. Da sterbe ich immer. Okay. Der ist an sich eigentlich nicht schwer, nur dass einem beim Abspringen ein bisschen hoch. Ja. Mach mal Sound. Wo sind? Nein, der Bot ist gerade weg.
Oh. Ich meine, das Spiel selber hat schon genug Sachen. Ja, okay, stimmt. Ja, ich hab den Sound wieder sehr gemütet. Nice Core. Also ist komisch, wenn ich jetzt einmal kann es dann nicht unterscheiden, ob das jetzt der ist, der das redet oder vom Stream halt. Ja, ich kann's behalten. Oh, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal an den Server und mach dort weiter. Sehr gut. Sehr gut. Dann Ladezeit. Okay, du kannst durchatmen. Was für ein Chaos. Ladezeit, warte. Was ging ich nochmal? Du kanntest ihn also. Du hast hier in ein Westennetz gestochen. Nimm die Brücke über die Straße und lauf das Centurion. Energy Drink. Ich hab hier Streifenwagen. Tolles Produkt. Kaufen sie alle. Energy Drink. Ein tolles Produkt. Jetzt kaufen. Außer Monster, das ist nämlich scheiße. Ja. Ich bin auch nicht. Habt ihr bei euch in der Schweiz eigentlich. Was habt ihr? Also, was ist das? So ein. Was habt ihr in der Schweiz eigentlich so als Superleben? So. Das ist gar ein bisschen zu lang, ich jetzt gar ein bisschen laut, ey. Achso. Kannst du gleich sagen, sobald der Helikopter aufhört, um mich zu schießen? Okay, kannst du mal sagen? Ja. Welche Supermärkte habt ihr eigentlich in der Schweiz? Achso, ja, also dort haben wir eigentlich zwei führende, und das ist Migros und Co. Okay. Und dann gibt's halt noch diese kleinen, ich sag's fast Außenseiter, wie Aldi, Modena, was gibt's sonst noch? Kennt ihr Spar? Spar? Ja, Spar haben wir auch. Dann haben wir auch noch zum Beispiel so eine Reihe, die heißt Voll. Ja. Ich habe gerade diese XXL-Dosen von Spar Energy Drink. Alle kaufen! Los, los, los! Kommt dafür jetzt 2 Millionen, oder? Genau. Einmal an die Webcam so zeigen, hier, das trinke ich und dann... Genau. Money, money, money. Es regnet direkt runter. Genau. Lass so einen Korb oben, dann ziehst du so an der Schnur, die hier so runterhängt, und dann fliegt das so über die rüber. So mit Konfetti und allem. Nee. Ich find's mit dir so richtig chillig, ja. Ja, vor allem jetzt. Noch 3 Leute gucken zu. Was? 3 Leute? 3 Leute? Promoten. Wir müssen promoten. Andere Tests, wir müssen promoten. Schnell. Am Arsch. Kommen Sie jetzt, schauen Sie zu. Wir kommen. Genau. Schauen eine... Sie zu oder ich bring Sie um. Ich weiß, wo Ihr Haus wohnt. Genau, ich weiß, wo dein Bett steht. Dilbert, versteck dich unter der Decke. Bewegung, Bewegung. Und ich weiß. Oder ich weiß, wo deine Glühbirne bleibt. Okay, das ist, das geht zu weit. Okay, Leute, ja. Hier auf zu streamen. Ich muss leider ins Ausland ziehen. Ich fühle mich persönlich bedroht. Ich geb dir einen Tipp, komm zu mir. Okay. Da bist du sicher. Ist gut. Sag mir bitte noch ganz laut die Adresse im Stream. Ja, warte. Die Baselstraße 88 in Linz. Alles ja. Klärchen, bin schon unterwegs. So, Mobile Stream. Die gibt's einfach sogar. Die Straße einfach mal etwas gibt's gesagt. Sogar. Alles klar. Aber siehst ich wurde einfach so eine wütende Meute. Siehst du irgendwann genau. So eine Nachrichten, wütende Meute zerstört Stadt. Wegen Streamer. Wegen Streamer, genau. Nee, wir müssen zu promoten. Kommen Sie jetzt. Eine Stange Shisha umsonst, wenn Sie jetzt einschalten. Was Sie machen. Ich habe jetzt gerade den dümmsten Fehler gemacht in der. Warte, ich will sehen. Oh nein, ich habe anstatt springen, habe ich gerutscht. Ja, da, in das Loch, das meine ich. Da fail ich immer. Wait, da gibt's einen richtig geilen Glitch. Und der ist sogar erlaubt, den Glitchless, ne? Ich verarsche dich da nicht. Ja, ich kann mich für Glitches nicht so aus. Ich hol mir jetzt so dreist, wie ich bin, einfach mein Nintendo. Und zack, ich such mal, ob ich das ist. Da kenne ich gar nichts. Also, bis gleich. Ach, come on.
Müssen wir wieder resetten hier? Ah, das geht gar nicht. Kann ich nicht mal solide spielen? Ich bin wieder da. Jetzt muss ich nur noch mein DS mit einem Ladekabel anstecken. Ich werde angestupst. So. Wurdest du auch gerade angestupst? Okay. Warte mal. Stopp. Hast du es gehört? Nein, habe ich nicht. Ach so. Bist du da, Sir? Was geht da vor? Ich höre Schüsse und dieser Vogel ist mir ein bisschen zu neugierig. Faith ist unterwegs. Ach so. Kopf voraus, du musst durch hier durch. Warte mal. Verdächtige gesichtet! Du musst von dem Dach runter, Faith. Egal wie, tu's einfach. Das erklärt so einiges, wenn ich noch auf meinem zweiten Test bin und da mich wärnstupst. Ach so. Tada, mein blauer DS. XL Turm. Ich bin halt so richtig wie mir was Edge-Spieler gerade. Da, Mister! Sturm! Sturm! So. Hast du eigentlich auch mit gerade ist? Ja, habe ich. Was für Spiele? Hast du Mario Kart? Hatte ich. Ist kaputt gegangen, tatsächlich. Oh, scheiße. Ja. Aber ich hab's gesucht. Ich hab's jedenfalls. Ich bin gerade richtig verkabelt hier. Oh, Junge. In mir hängen einfach drei Kabel. Und bei mir hängen auch gerade ein paar Kabel wegen meinem scheiß Mikro. Ja, aber trotzdem. Wäre ich aber auch ein Headset. Oh Junge, wenn wir jetzt ins Skat wären. Facecam, ich hab hier 300 Euro in meiner Geldtasche. I'm rich, nigga. Jo, jetzt erstmal den geilen Sound. So. Boah, ich boah. Richtig. Ich find das so geil. Ich hab ein paar. Wir werden 149 Sterne gezeigt. Obwohl ich alle 150 eingesammelt habe. LOL. Hahaha, ein Stern zu wenig. Nee, ich hab echt alle gesammelt. Wenn ich jetzt alle nach und nach, also hintereinander abgehe, kann man sehen, wie ich alle eingesammelt habe. Mir werden aber nur 149 angezeigt. Die Kanone außen öffnet sich auch nicht. Ja, LOL. Ich hab einfach alle. Der meint das ernst. Bring deinen Hinter zum CC-News-Gebäude. In der DS-Version gibt es ja leider viele Bugs nicht. Da wurde ja sehr vieles ausgepatcht. Wir hätten doch immer einen PLG reinlassen können. Aber dafür gibt es umso neue. Also, man kann zum Beispiel anscheinend mit dem Hasen sehr viel anstellen.
Ja, das weiß ich. Ja, mit dem, wenn du sie mit Yoshi in den Mund nimmst, dann kannst du die einfach mit den Level mitnehmen. Ah, okay. Oh. Da also, gibt's so einen Glitch. Kannst du mal einen Task gucken von Skomarik mit dem DS? Das ist richtig krank. Ich hab mir ja mal so ein paar, so ein Glitch-View reingezogen. Da kannst du einfach so, außen, neben der Kanone, gegen so einen Baum rennen. Dann kannst du dich ins Nichts wagen und dann kommst du in die Kanone einfach rein. Also, du kannst dich in der Kanone fahren. Voll geil. Aber der BLG geht nicht. Rip. Okay, du kannst durchatmen. Was für ein Chaos. Das ist keine 16 Sterne. Keine 16 Sterne Kategorie. Du kanntest ihn also. Du hast hier in ein Westennetz gestochen. Vor allem, dass der BLG also, dass du den mehrfach hintereinander ausführst, funktioniert ja nicht mal, also der Weitsprung. Schade. Jemals die DS-Version gezockt? Aber ich habe ein paar Videos am Video. Am DS ist ja die Steuerung so. Einfach so kacke. Da du am DS ja kein Pad hast, sondern nur. Ja. Aber ich zock's hier gerade am. Ich zock's hier gerade am 3DS, das hat ja so ein Pad, da geht's gleich viel leichter. Atme gleichmäßig weiter und lauf. Aber früher habe ich's auch noch mit der grauenhaften Steuerung gezockt. Wieso tust du das? Wieso? Ja, ich hatte nie einen YouTube und auch kein N64. Speedrunner jetzt aber also auf dem Emulator. Nein, bleib nicht hängen. Aber bin nicht wirklich gut. Ich glaube, ich habe eine 16er Kategorie. Eine PB von irgendwas mit 25. Also sau schlecht. Dann bist du aber schon besser als so. Jetzt? Ja, seine PB sind erst 30. Ja. Manchmal bekomme ich sogar schon gleichzeitig. Aber das ist sau schwer. Ich bin, weiß nicht wieso, aber ich bin der Einzige, der anscheinend Left-Side hinkriegt, ohne sich festzuhalten. Ich weiß nicht wieso. Momo kann das auch gar nicht. Also, Momo kann Left-Side gar nicht. Er kann, er hat es einige Zeit lang besser gekonnt als ich. Du hast es einfach immer wieder gemacht. Der Helikopter hat dich entdeckt. Lauf! Aber ich finde am DS gut, dass es vier verschiedene Charaktere gibt. Also du kannst dir mit vier verschiedenen eben spielen. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich richtig geil. Aber trotzdem, was ich bevorzuge, logischerweise immer noch das Original. Einfach nur, weil ja, Movement so richtig geil ist. Also. Ja, kann ich verstehen. Also wenn du so spielst wie ich, dann verzeiht dir das Spiel einfach nichts. Wenn du da irgendwer etwas falsch eingibst, dann denkst du dir das Spiel, oh, das verkackt, mach mal von vorne bitte. Ja, ich bevorzuge eher die DS-Version, da ich die einfach viel besser kann. Okay, Storm wird dich jetzt das umbringen. Ja, ich weiß. Storm, ja, hat vorhin schon geweint. Ich bin einfach mit dem Game aufgewachsen, also, ja. Oh, Faith. Ich bin ja immer noch jünger als du. Immer noch. Man ändert sich dann. Immer noch. Ja, komm. Du bist einfach nicht älter. Zumindest auf Video. Boah, du. Okay, alles klar. Aber dann kommt Sturm wieder mit seinen 23. Das 23? Er ist 23, ja. No joke. Er ist der Alte in der Runde. Oh, das war perfekt. Das war jetzt das. Ob du es glaubst oder nicht, ich bin erst 13. Storm hatet mich gar nicht, was mich wundert. Ja, der hat sich ja wieder verkrochen. Kann sein, ja.
Bist du eigentlich zum Stream gekommen? Ich? Ich hab mir einmal überlegt, ich meine, ich hab schon lange gespeedrun, bevor ich gestreamt habe, oder? Also ich hab tatsächlich schon angefangen, wo Siglamic auch regelmäßig gestreamt hat, aber da war ich noch scheiße im Spiel. Und dann habe ich angefangen, die ersten Tricks abzugucken. Und dann habe ich einfach mal tatsächlich mit einer normalen Stoppuhr und mit der PAL-Edition habe ich dann mal angefangen, Run zu machen. Und hatte tatsächlich schon eigentlich eine sehr gute Zeit von, ich glaube, einer Stunde 45 Minuten. Oh nein, was mache ich? Oh, wait, ich muss mich ja konzentrieren. Ich habe aus irgendeinem Grund beim Sniper daneben geschlagen. Seht auch mit mir. Ne, und dann habe ich halt angefangen auf dem Emulator zu spielen, weil halt dort einfach mit der NTSC-Version spielen kann. Und nun ja, dann bin ich irgendwann hier gelandet. Ich habe halt sehr viel offline geübt. Also als ich mit dem Stream angefangen habe, hatte ich noch PB von einer Stunde 8 Minuten bei 70 Sternen. Was okay. Gar nicht so scheiße ist. Ich habe die halt, nachdem ich angefangen habe zu streamen, richtig krass verbessert. Sie sind tränenlos, raus da, Faith. Ich meine, das ist gerade mal, ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist gerade mal einen Monat her oder so. Ey, du müsstest mal einen Speedrun für die DS-Version machen. Die DS-Version? Mhm. Es ist viel vom Movement anders geworden. Zum Beispiel, es gibt gerade ein nee, wie heißt er? Ich glaube, der heißt. Ja, auf jeden Fall, wo du so rutscht. Mit dem Fuß voran. Achso, da ist nee. Geile Rutsche von Peach oder wie? Nee. Mario's Movement. Wo du so. Achso, wegen dem Dive oder wie? Nee, kein Dive. Weitsprung oder. Ich hab keine Ahnung, wie das heißt. Was man eigentlich nur sehr selten benutzt. Sehr selten, also diesen Swaggy B-Kick da, wo du dich ganz elegant zum Kick nach vorne beförderst. Ja, also du kickst so und ist so wie ein Dive ungefähr. Also die Wirkung ist so wie ein Dive ungefähr. Lol, okay, richtig geil. Ja, nee, den gibt's gar nicht mehr. Achso, den gibt's gar nicht mehr. Oh. Jetzt hatte ich fast Hoffnung gespielt. Ich hab mich irgendwie mal 3 Stunden damit fast Google gesucht. Letztendlich bin ich drauf gekommen. Gibt den einfach nicht mehr. Wieso nicht? Das war. Ich meine, der Move an sich war ja eigentlich schon überflüssig, aber. Ich meine, Der DS hatte ja nur 4 Tasten. Aber ich meine, der funktioniert genau gleich wie ein Weitsprung, einfach dass du anstatt A B drückst. Ja, es ist auf dem DS ist es so, dass du einen Weitsprung hinten mit der R-Taste machst. Achso, direkt. Dass du den mit der R-Taste, dann duckst du dich ja so und dann drückst du B. Achso, ja, aber das sollte halt. Achso, dann B. Okay. Hätte es ja theoretisch eher A sein können. Ja. Also eigentlich hätte es ja schon funktionieren müssen. Eigentlich schon, ja. Ja, aber nun gut, sind wir mal. Ja, da rutscht er einfach so. Da rutscht er. Steht auf und schlägt. Also. Nee. Dann macht er so einen Wirbler um sich herum mit dem Fuß. Okay. Als so ein Side-Umkick im Prinzip. Ah, ist jetzt blöd zum Beschweren. Also. Ja, kein Problem. Wenn du die DS mal, die DS-Version mal zockst, weißt du, was ich meine? Fragst, wie soll ich die halt zocken, damit andere das gucken können?
Ja, du brauchst nur halt eine Capture Card. Was kostet wieder für Müll? Die kostet einiges, ja. Damit kannst du halt alle DS und 3DS Spiele aufnehmen und so. Verdammt! Verdammt! Ich bin gespannt, ob ich schnell oder langsamer bin. Ich weiß gar nicht, ob die Spiele überhaupt auf dem... Ich glaube, die müssten sogar auf den Emulator gehen, also... Aber ich bin mir nicht sicher. Okay, das weiß Faith. Sollte. Faith hat sich aus irgendeinem Grund nicht an der Stange festgehalten. Und das ist wortwörtlich gemeint. Oh, ja. Sehe ich gerade. Ich bin so rich. 15 Minuten noch, dann gehe ich auf. Also, yes. Nein, 15 Minuten darf nicht vorbei sein. Und das Spiel dann chill ich mich in meinem Bett. Dann chill ich mich in meinem Bett noch. Ich habe einfach noch 4 Wochen Ferien. Lol, bei mir wird keine Zeit angezeigt. Wo? Ja, ich habe jetzt normal. Stimmt. Ich habe jetzt normal gesplittet und er zeigt mir keine Zeit an. Ah, bei Chapter 2, ja, stimmt. What the hell? Ey, sag mal, Schule for the win, also. 9 Wochen Ferien ist schon krass und so. Was? Nicht schon wieder gestorben? Was soll der Mist? Das war jetzt der unnötigste Tod auf Erden einfach. Ich finde das immer so lustig. Du rennst gerade noch rum. Jetzt springst du wieder zurück und jetzt hat er den Sprung nicht geschafft. Genau. Das sehe ich einfach erst jetzt. Nein, oh. Wieso fail ich jetzt so? What the hell? Ich schwöre, es nervt, wenn sich die Leute im anderen Test immer anstupsen. Ja, wirklich die Anstupsfunktion. Ja. Da muss ich mal eine Kuppe dafür machen. Das regt mich jetzt richtig auf. Kann ich verstehen. Das passiert mir nicht nur in Super Mario 64, das passiert mir auch in Mirror's Edge. Ab und zu fragst du dich, woran Faith eigentlich hängen bleibt, ja? Wieso sie plötzlich den Speed verliert? Das ist ein Karton. Nein, den kannst du nicht umschlagen. Das ist ein massiver Block. Ich hab immer noch nicht die Story von dem Game so kapiert, warum die eigentlich weg sind. Es ist so, das sind sogenannte Runner. Und ihre Mission ist, sind die Informationen oder Waren von A nach B zu bringen. Okay. Weil irgendwie ist diese Welt hier so sterilisiert und kontrolliert, dass halt normale Menschen die einzige Möglichkeit sind, Sachen sicher zu transportieren. Und deswegen werden die auch so krank gejagt, weil. Ja, ein bisschen krank ist es ja schon, ich meine. Ja, aber diese Story ist noch ein bisschen anders, weil Faith, also die hat gewonnen, die hat noch eine Schwester. Okay. Und diese Schwester ist Polizistin. Ja, den Rest kannst du dir ungefähr denken. Ja. Ich glaube, ja, bin ich auch noch gestorben. Und was ich so ein bisschen lächerlich finde, dass sie sich einfach nicht erwischen. Ja, das stimmt. Die haben da Helikopter. Ja, da wischen die dann einfach nicht. Ich glaube, wir brauchen mal ein paar Battlefield 3 oder Battlefield 4 Schützen hier, dann wird das Spiel schon geregelt. 3 Sekunden später. Down. So, dieser Sprung sollte nicht schwierig sein. Oh mein Gott. Dodge. Dodge kommt. Dodge. Yay. Dodge kommt, wir müssen flüchten. Hey, oh, nein! Hey, da. Ah, flüchten! Ich dachte, ihr werdet wieder in die Schiene. Nice, Storm ist on. Keine
wir auch gehen. Nein, du kommst ja nicht hoch. Ja. Okay. Ich komme rein. Ich so, ich geh auf Risiko. Please. Aua. Darf? Ich hab's überlebt. Warum? Oh. Was ist das eigentlich für ein Spiel? Hab ich niemals im Leben gesehen. Dodge. Was ist Dodge? Bist du ein Fan von Mario 64 DS? Von der DS-Version? Ich hab das als am. Das war eigentlich mein zweites Spiel. Ja, es war auch mein erstes. Ja, ich Idiot habe New Super Mario Bros. Mit Super Mario 64 DS vertauscht. Was? Ich war klein, ich wusste nicht, ich konnte die Titel nicht lesen. Ja, komm. Ich war so 6-7 Jahre alt, ich hab das Spiel einfach nicht. Also, ich hab's einfach nicht gecheckt. Ich hab's bis zum ersten Bowser geschafft und dann nicht weiter. Oh. Ich kam bis zum letzten Bowser und hab's einfach nicht geschafft. Ich dachte, alle Sterne gesammelt. Außer der letzte Bowser. Nein, das kann nicht! Dodge, ich habe mich gerade selber deswegen. Okay. Dodge, ich habe ja jetzt so ein Bug, dass mir nur 149 Sterne angezeigt werden. Ich aber alle 150 habe. Damn, no check. Alter, ich seh grad den. Oh, Alter. Dieser Fail einfach. So eine Frage, um was geht's eigentlich um den Spiel? Ja, hast du es gerade erklärt oder? Ein bisschen. Warum rennt ihr eigentlich weg? Transportiert sensible Informationen. Das sind sozusagen die Boden der modernen Zeit. Ah, eine FBI, also. Ja, ist so. Die Welt soll FBI eine sterilisierte und kontrollierte Welt zeigen, was sie auch ziemlich gut tut. Und die Runner, wie sie so heißen im Spiel, transportieren halt Waren von A nach B. Also Waren im Sinne. Moment, Waren im Sinne von Informationen, wie zum Beispiel. Ja, also, beides, also Infos oder auch Waren. What the? Was war das jetzt? Okay, Spiel, verarscht mich gerade richtig. Ich bin gerade in der Luft geschwebt. Läuft gerade. Ja. Alter, eiskalt mit dem Schuss. Nee, nicht so geschossen. Mit dem Fußkick einfach so. Ja, wenn er mich dreimal befehlt, sein. Wie dann einfach an die Hälfte umbringt. Einmal stupsen, tschüss. So mit dem kleinen Finger, zack. 3000 Meter, tschüss. 3000 Meter weiter. So auf das nächste Hochhaus. Was passieren gerade Dinge in diesem Spiel? Wie du den Kran einfach gerade hochkletterst. Hey, wait, ist das tatsächlich Chapter 3? Ich muss ihn nochmal treffen. Weil ich hab ein bisschen zu viel Minus. Das Chapter 3. Ey, ich kenn es nicht! Na, ja, das liegt an Dodgy. Ich glaube auch. Und Storm, ich weiß nicht, woran das liegt, wieso du mich gleich zweimal hörst. Ja, ich glaube, das liegt an TS einfach. Das kann sein. An mir liegt das nicht. Ja, davor ist ja nicht gewesen. Erst wie du da zurückgekommen bist. Ja, weil sehe gerade bei mir nicht, dass irgendein Sound von mir abgibt. Außer wenn ich spreche. Ja, ja, aber das kann im Stream. Okay. Aber wenn ein Vogel im Spiel ist, werden sie wohl in der Nähe des Dachs. Einfach zu schlecht dafür. Das hat nichts mit deinem Mikro zu tun. Das liegt an dir selbst. Alter! Ice cold. So, zweite Flasche ausgetrunken. Ich verstehe es gerade den Sinn dahinter nicht. Ja, ich habe minus 27, aber. Mir wird halt erstens keine Zeit beim vorherigen Split angezeigt, aber unten plus 14. Hatte ich irgendwie vorher das ist minus 40 oder so. Ja, echt jetzt? Ich frag mich das gerade. Okay. Glaube ich nicht, was der Sucht gefällt. Ice Cold. Ja, Ice Cold. Ich bin wieder. So scheiße. Moment, ich glaube, ich mache nur wegen Galaxy für Yumi und für Momo so ein Luma. Nur so ein Luma-Icon. Luma-Icon?
warte, wenn Momo 100% spielt, müsste ungefähr das Spiel zweimal durchzocken. So, die TS-Couch ist jetzt so richtig. Wenigstens drei. Ich hab meine eigene. Nice, we go home, wir können beide Zeile gehen. Niemand betroffen. Ah, ich bin du hast deinen zweiten nicht gesplittet. Was hab ich? Aber bei mir wird halt die Zeit nicht angezeigt. Ich meine, sonst hätte ich das 16:20 nicht. Alter, was soll das? Wer startest du an? Wer ist dich weg? Ja, es ist weg! Ich weiß selber nicht wieso. Du sollst. Ach, Scheiße! Du bist erschrocken. Wie der einfach runtergesprungen ist. Es hat Badass. Und wieder als kein Badass runterfällt. Oh Gott. So, super. Er geht auf meine Nutze raus, mit zwei Waffen, okay. Gar nicht kompliziert aus, gar nicht. So, bin wieder. Ist es auch nicht. Aber irgendwie so abgehauen. Das sieht immer so krass aus, als würde man 1000 von Knopf drücken müssen. Hey, hast du schon mal den Weltrekordhalter von dem Spiel gesehen? Klaus, ich hab überhaupt das Spiel angeschaut. Du solltest es mal. Wo spielst du? Ich spiel das Spiel. Okay, wie viel hat es gekostet? Ich hab das, glaube ich, bei einer Aktion für 9 Euro gekauft. Aber ich glaube, das kostet mittlerweile dauerhaft nur so viel. Eine Aktion? Ich dachte, es gibt immer nur einen Fail. Dodge, hast du ein iPhone oder Sony oder. Ich glaube, von uns so gerecht. Samsung. Ja, komm. Hast du TS auf dem Handy? Nein. Okay. Dann ist ja. Ich hab keinen Bock dafür zu bezahlen. Warum soll ich zur Hölle von App bezahlen, obwohl ich nur 10 Euro aufladen kann? Weißt du das nicht? Also auf Samsung und auf Galaxy gibt es so eine App, wo du dir alle Apps gratis downloaden kannst. Egal, ich will es nicht. Ich will es mir ja unbedingt holen, aber mir kostet das einfach fucking 6 Euro. Da hab ich keinen Bock drauf. Was weißt du eigentlich mit Glitches? 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 Ja. Glitches ist eine spezielle Kategorie, wo man nein, keine. Warte. Gibt es welche Glitches in dem Spiel? Es gibt zu viele. Es gibt mehr als in Super Mario 64. Ach du Scheiße. Dodge, ich will dir kurz was zeigen. Schau mal in den Chat. Sag es nicht laut. Oh, ich hab mich gerade selber ein bisschen erschrocken. Bitte, reich. Renn, Faith, renn! Fucking renn! Renn! Oh, danke schon. Ja, Moment. Danke. Ich mach erst Moment her, ist leise. Ja, sorry. Nein, nicht. Nein, wenn er zufällig irgendeine scheiß Jumpscare-Seite ist. Ja, ich kam einfach so TS-Server, eiskalt Jumpscare auf. Das schrei eigentlich. Ey, Scare. Was? Ja, du kennst doch agar.io, oder? Ja. Immer auf agar.io. Nein. Nicht geplant. Dodge. Warte noch. Nein, ich bin zu früh gesprungen! Ich bin so ein Vollidiot! Ich bin so ein Vollidiot, Alter, das bin ich unter die Zeit. Trotzdem bin ich noch viel schneller. Das macht keinen Sinn.
du wurdest gekickt. Gekickt. Ja gut, ich muss jetzt rufen. Nein, geh her. Okay, dann ciao Leute. Ja, ich bin dann einfach noch im Chat halt unterwegs. So ein bisschen. Alles gut. Am Handy. Okay, ciao. Ja, jo, tschö. Ey, weißt du, was ich nice finde an meiner Maus? Ich hab schon wieder keine Zeit. Leisblit ist wirklich ein bisschen. Wie kannst du so Quetsches machen, Alter? LOL! Wie kannst du so bitte. Achso, du musstest dich da dran drängen? Nein, nein, das ist nicht eigentlich. Nichts Eigentliche, wie man halt das schafft. Man sollte eigentlich halt im perfekten Moment nach hinten abspringen, aber das hat einen Glitch. Der erlaubt ist ein Glitchless. Oh Gott. Oh, Spiel! Ich hab nur Battle Pro 4 jetzt dadurch. 1% versucht. 3 Stunden. Weiche ist im Chat. Oh yeah. Ey, ich hab 3 Stunden für Battle Pro 4 Alter gebraucht. 1%. Aber ehrlich, man muss durch jeden Kapitel durch normal dahin laufen. Lauf an Gleis 4 und dann 2 Minuten pro Level gebraucht. Und jede jedes einzige Kapitel aus dem neuen Level plus Boss. Boss, auf Level hast du einfach 3 Zeitlevel. Alles scheiße. Warum Lappenmodus? Was Lappenmodus? Ach so, genau. Ja. Ah, es ist nice, dass du mal lieber bin. Macht mal. Ja, sag Crouchplayer, danke. Es ist einfach nur geil. Es ist einfach nur geil. Ich find's so cool, dass ihr das feiert. Ich feier das. Ich feier das, dass sie sowas feiert. Ja, der Dodgek. Ich muss mit der Dodgek jemand machen. Das sage ich irgendwie zu oft. Miss Meepy weiß das. Aber ich find's ziemlich nice, dass Franco Faces das akzeptiert. Das find ich auch geil. Ja, wieso sollte es nicht? Naja, vielleicht bin Copy Right und schon bei. Ja, wieso? Das bin ich! Ja, vielleicht wollen sie auch nicht, dass wir Menschen. Also, wenn Copyright-Rechte, ja, dann müsste ich meckern hier. Ne? Ja. Und deswegen hat es auch so einen Gedanke. Oh ne, du bist chillig, Bro. Das war übrigens ein Kompliment. Okay, ich nehm's mal als Kompliment. Alter, könnt ihr mal aufhören? Alter, ich schieb das gerade. Ich feiere es auf. Wenn's, also wenn es global wird, ne, dann... Dein Gesicht im globalen Emote-Chat, oh mein Gott. Müsste man vielleicht einen anderen Namen geben. Beste Soundqualität. Oh ja. Oh Gott. Doch, besten 1 Minute und 6 Grad. Ich stand das so ein Rekord. Ich krieg mich grad nicht mehr. Oh, sehr schön. Wir brauchen jetzt eins von Dodgeplayer. Ganz klar. Dodgeplayer hast gehört, ne? Einmal doof in die Kamera gucken, bitte. Ich hab schon ein Foto. Immer dank bei dich. Pokerball musst du Twitch-Partner sein, kann man locker machen. Locker mit 11 Zuschauern. Genau. Ey, weißt du was, ich hab mal 20 Follower erreicht. Scheiß RNG. Das kann nicht sein, die beide genau von diesem Sprungbrett gehalten haben, so dass ich vorbeigekommen bin. Mipi, du bist mal nicht die Einzige. Ich komme immer noch nicht immer auf die Mod. Jo! Da war so Sippy. Eigentlich sollte ich mich richtig dafür schämen, aber nun gut, ich mach's nicht. Nein, ehrlich, ich mach mir noch selber einer von mir selber.
Gott. Besser als Kappa, Kappa. Ich hab mir überlegt, mein Gesicht als Facepalm zu benutzen. Als Facepalm? Ja, es gibt so ein Facepalm-Gesicht ja für Global Emotes. Ja, Failfish heißt das. Das ist richtig geil. Ich möchte selber eins so machen. Richtig geil, hol ich mir. Da, so eine Art. Bloß, ich müsste meine Haare perfektionieren. Perfektionieren? Meine Haare sind auch nicht perfekt auf dem Bild. Ja, aber für den Emote ist es eigentlich nicht so schlecht. Ja, ich finde das nice. Für den Emote. In der Realität bin ich das lieber nicht. I'm going to rape you. Oh, Moment, ich hätte meinen Kopf an der Kamera an und schau mal, was die Fresse nicht ziehen kann. Du bist ein mega Assi. Ich bin eigentlich voll der Perversling, aber mir ist das so scheißegal. Ja, no. Oh, wie ist die IP noch? Ich sag's nicht. Aber Alter, meine Kamera ist scheiße. Der rote Fuß ist dann mit so einem richtiger behinderter Shot. Wie ist IP nochmal? Otto.voiceserver.me. Ja, das sagen wir jetzt nicht hier, dass wir abgespeichert werden, dass wir das überhaupt benutzt hat. Wie ist die IP nochmal, Bob? Von was? Dein oder mein? Warte, was? Von Otto Server oder dein? Jo, Otto, sein Server gehört mir. Sofort abwenden, confirm. Ja! Warte jetzt. Okay, ich hab die IT. Mann, Bitch, du musst auf Dach fällen. Warte, ist das ein Bitch? Warte, ich kann's immer die. Nein! Was ist? Sag ich, ich hab den Kiefer drin. Hab ich gespeichert? Bitte lass mich gespeichert haben, bitte. Oh, ich hab's gespeichert. Okay, schade. Ja, schade. Schade. Ich wollte Rage von dir sehen. Alter, warte. Ich schicke IP. Da. Noch höher, Faith. Hast dein Bot immer noch nicht an, aber ich gerade. Ja, wieso sollte ich den jetzt noch anschalten? Also bitte. Ich will Points. Du bist Points? Ja. Also bitte, als ob ihr alle Leckerlis möchte. Das ist der einzige Grund, wieso ich den Bot einschalten soll. Ja. Okay. Das macht mich ein bisschen traurig. Ja, wenn sie einfach den Schein. Wenn sie einfach das Glas durchspricht mit ihren Fäusten. Kaboom! Fuck me, bitch! Nein! Faith, please! Die bleibt nicht oben hängen! Jetzt come on, Faith! Nein! Als ob jetzt. Als ob jetzt man da wählen kann. Ja, es ist schwieriger als es aussieht. Das wäre auch so kurz. Aber ehrlich, das ist ein kleines Problem. Das ist ja nicht mal wirklich Glas. Das ist nicht mal wirklich Glas. Das war gerade nur Plastik. Ja, das war Plastik. Mit Physics-Effekten. Aber ich glaube, ich bin trotzdem schneller. Glaube ich. Ich sehe wieder keine Zeit. Meine Zeit ist einfach weg. Oh Gott, MLG, nein. Man muss das so als MLG-Version machen. What the hell? Achso, okay. Faith macht so ein Sidewall-Run ohne Wand. Ich würde mal sagen, läuft bei ihr. MG Edition. Ich brauch keine Wand. Ich kann das auch so. Als ob das nicht durchgekommen ist. Bei mir im Chat steht Nappi. Oh.
Boah, das stimmt sogar. Aber ich glaube, ich bin Dodge Bear mal zu Dodge und mal zu blöd. Was, hat jemand oder das Spiel? Und weil ich ihn mal zu blöd, Mann. What the hell, wieso? Ich weiß, ich hab ja auch beide. Hilft ja. Du siehst, dass es funktioniert hat. Wie du den Mann als Kett umgelegt hast. Alter, der hat Familie. Da wartet eine Mutter zu Hause. Da warten auch Kinder zu Hause. Hallo, der beschließt auf mich! Was willst du von mir? Der hat eine ganze Familie, der kann nichts von mir. Ja, ich! Er will doch bitte zahlen! Ich auch! Wir sind absolut gleichberechtigt hier, also shut up! Spricht Scare gerade. Ja, sorry, dass ich mal leise war. Ich muss mich hier fokussen, du siehst, ich bin gerade voll gut in der Zeit. Ja, ach so, weil du nichts hörst. Ja, ich. Ich empfehle dir unten den Stop-Button. Ich eben was. Starke Empfehlung meinerseits. Ja, nicht so starke Empfehlung, sonst treffe ich den Untertitel. Wenn es um welche geht. Die Aussage einfach. Spricht da wer? Oh, alles gemutet. Ja. Moment, das ist so was. Headset, please. Nein! Bullshit. Oh Gott. Diese Lastenaufzüge einfach. Wie du einfach irgendwo runtersprichst und einfach mal alles weißt du. Alles weiß das. Was? Ja, überall ist weiß. Weißt du nicht? Okay. Was dir alles auffällt? Ja, Junge, du warst unter einem Nasspark und dann boom, alles weiß. Junge. Ich sag mal nichts dazu. Alter. Alter, man hätte schon einen Schopfrichter sein, einfach umgehen soll. Lauf mit doch vorbei. Das ist unsere Familie, Alter. Hey, shut up! Also, stopp, Peter, hör mal auf. Ich muss immer noch lachen, wenn ich mein Face sehe. Das ist der Hammer. Ich glaube, du bist dran, ein bisschen auf Drogen, kann das sein? Ja, bin ich. Okay, alles klar, erklärt einiges. Oh Gott, Alter. Warum ist Banane? Danach spielen wir eine Runde CSGO zusammen. What the fuck, warum ist das Wasser vor uns? What? Keine Kanone. Dein Kommentar ist einfach unschlagbar. Sonst Let's Player werden. Ich bin schon Streamer und hab den Kopfblitz schon mal angefangen. Aber ich hab's beendet. Ein Bock mehr drauf. Oh. Junge, ich war in der dritten Klasse. Mehr wurde ich gebaut als jeder. What the hell? Ich wurde erst dafür gebaut, Alter. Leck mich doch an, ich schließe den Motherfucker. Wenn du Probleme damit hast, schalt jetzt um. Meine Splits sind weg, aber nun gut. Egal, mindestens laufen die. Ja, ein paar hat's ja. Das Wichtigste ist, wenn da am Ende der Split überhaupt angezeigt wird. Der letzte Split muss angezeigt werden. Ja, Hauptsache ihr habt die Zeit am Ende. Was ist eigentlich auf diesem Schiff? Keine Ahnung.
vielleicht Waffen. Also ich bin, glaube ich, paar Minuten bin ich tatsächlich im Minus, aber ich bin mir nicht sicher. Also wait, doch, 7 Minuten. Ich bin, glaube ich, minus 2 Minuten. Circa. Jetzt, Möppi Herz, ich finde das dauer. Ey, ich finde das lustig. Ich finde den immer zum Lachen. Alter. Du bist der Hammer einfach nur. Ich hab tagelang gewartet, bis das endlich akzeptiert wird. Komm schon. Ja, ich kann's verstehen. Ich kann's durchaus verstehen. Wenn das nicht akzeptiert wäre, ich hätte einfach einen Bund auf die Fresse gemacht. Dann ist es akzeptiert. Faker, also, wenn sie weiß halt, was guten Geschmack ist. Jupp. Jetzt komm schon, mach hinne! Oh Gott, jetzt, ich hab schon wieder was im Auge. Dankeschön. Ich hasse diese Fahrt einfach. So, jetzt werde ich noch ein paar mehr umbringen, also mach dir auf was gefasst, Dodgy. Ja, da haben virtuelle Kinder, Alter! Die werden jetzt alle sterben! Naja, bin ich mit einer Knarre, das ist okay. Mit einer Knarre. Fun Fact, rat mal, von welchem Entwickler das Spiel ist. Fail. Von DICE. Und rat mal, wer Battlefield entwickelt hat. DICE? Ja. Oh, komm. Ja, die Wimpel, bitch. Der mag meine Emos ja nicht. 7 Wege sichern. Alter. Als ob das so lange gedauert hat. Alter, Stormer geht zu Welt, Ancient Momo! Was? Ancient Momo! Ancient Momo! Ich finde Ancient besser als Ancient. Ja, los, komm, das ist Momo! Ancient Momo! Ancient Momo! Dubi 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 Ancient Momo. Zum kleiner Fetter. Das hab ich nicht gesagt, ne? Zum kleiner Fetter, süßer Ancient und dann einfach so Ancient Momo. Ja, das weiß ich schon, Storm, aber ich hab Ancient Momo verstanden, da muss ich ja dran denken. Junge, Ancient Momo gab's beim Video zum Viertel, das ist echt ein kleiner, süßer Ancient. Und das stelle ich mir gerade seit geheimer Geld vor. Oh, ich bin zu weit nach. Oh Gott. Das ist mir jetzt auch noch nie passiert. What the hell? Ich bin. Oh, okay. Das finde ich jetzt assi. Das finde ich jetzt richtig assi. Versuch von dieser Ebene wegzukommen, bevor die Verstärkung eintrifft. Es muss einen Weg geben. Ja, Ancient Momo! Ja, das meint jetzt genau den Mann! Alter, ehrlich, ich stell mir den als Jackett vor! 007 Gold! Oh Gott, Alter! Ganz ehrlich, ich bin echt voll ein Gott! Ich muss mich gerade konzentrieren. So, okay. Das ist geil, klappt nicht auf, den zu fallen. Oh, Dodge. Lachflash inklusive. Intensiv, Alter. Kannst du mal keinen Lachflash haben? Nein. Das funktioniert nicht. Mein Name ist nicht Inception anschauen, das bringt mir so wollen. In der Nähe von Autodesk müsste es einen Weg aufs Oberdeck geben. Als ob Ancient Momo nicht dein Freund ist. Jetzt, Faith! Wieso machst du so eine richtig epische Geste, obwohl es nur 2 Meter nach unten geht? Das ist unlogisch. Alter, was für ein Spam! Bleib in Deckung und arbeite mit dir vor, damit du den Meine Stimme geht am Abend vorbei. Beste Kombination einfach. Moment! Oh,
weißt du was, es gibt, warte, es gibt so eine Karaoke-Webseite. Und weißt du was, ich da einfach mal gesungen habe? Was? What does the fuck say? Nein! Moment, da sing ich nochmal die erste Seite. Beginnen wir. Oh Gott. Jetzt könnt ihr mal aufhören, das Emote zu spammen. Warum das da macht? Ohne Spaß, ich überlege gerade wirklich eiskalt, diesen Chat meiner Mutter zu sagen. Die wird dann auch. Ah! Fuck! Ich kann das auch nicht. Alter. So, Level 3 kommt. Ich glaube, Ding kriegt in 10 Minuten. Fahrt. 3, 2, 1. Okay, Ding. Jetzt beginnt. Oh, freu dich. Kamera und Mix. Nein, Kamera, kein Zugriff auf meine Kamera. So, Start Ding. Okay, geht. Hörst du's? Oh nein, ich hör's nicht. Oh shit, was mach ich? Dogs go woo, cats go meow. Damn it! Dogs go squeak, dogs go moo, walk go squawk. Ja, ich hab's mal gehört, aber ist gut. Nein! Stop it! Ein fish go blue, but the seas go oh, ow, ow. It's a song. Dammit! Das ist fast! Als ob! Was the fuck say? What's the fuck say? Hati hati ho! Hati 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 ho! Hati 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 ho! What the fuck say? That's what the fuck! What the fuck, they? Big blue eyes, dirty nose, size my size and digging holes, tiny pawns, up the hill. Ich kann nicht singen! Das ist was kein denn? Problem. Wir sind ja hier nicht bei DSDS, wobei ich dort darfst du noch schlechter singen, aber was? Egal. Los komm, wir was? Machen hier DSDS-Casting. Okay. What the fuck? Wieso hat die abgebremst? Oh, 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 das Gewehr in der Runde zieht, die Gebäude stationieren, gleichen Werke und da wird so gute Sicht auf Cash von Neuhaben. Yo, als ob der so Dodgy dance. Dodge, please, was ist? Eschmeller! What the? Oh Mann! Eschmeller! Was? Oh, oh Gott! Das pisst mich jetzt an. Wieso bin ich dort zu weit gesprungen? Also bitte spiel. Ja. Oh, erstmal eine halbe Minute verloren. Oh. Ulf. Es schmerzt ja, sorry. Was kann ich? Oh, warte, ich kann nicht was dafür. Okay, ich bin gerade leicht angepisst, aber gut. Ist angepisst? Kann ich machen, ne? Let's go. Ich komm gleich zu dir rüber und hau dir in die Fresse, ne? Was haben die noch für Hühner? Radioactive? Nein. Greenlight? Nein. Firework? Alter, danke. Lauf? Nein. Definitiv nicht auf me like you do. Nein. Set fire to... Nein. Nein. Wake me up. Ah, da. Wake me up. Okay. Wie war? Ich mute mich aber dann. Schau mal an. Ich schau, wie viele Punkte ich hier halten kann. Ich mute mich aber dann gut. Okay.
Wieso hält die sich nicht fest? Okay, Song ist vorbei, ich hab total verkackt. Oh, ich kann mich manchmal selber hauen mit solchen Aktionen. Okay, Moment, ich versuch's nochmal. Bis. Oh, Monsterleck. Mann, die Rappen hier werden echt riesig. Ja, ich rage gerade ein bisschen, aber guck mal, wie viel Minus ich habe und ich verspiel das einfach so. Das lasse ich so nicht an. Faith! Ich winke gleich hier einen Arsch, ich sag's dir. Also, so richtig penetrieren tue ich sie. Ich hasse ihn nicht. Ich hasse mich gerade ein bisschen selber für das, was ich hier anstelle. Siehst du das Gewehr? Siehst du das Gewehr? Geh da hin und ich bin vor dem Visier. Du musst deinen Weg finden. Musste sein, Sturm. Musste sein. Mit dem Motor. Ich schalte dich in den CPF-Kanal des Konvois rein. Connors Konvoi. Wie ist der Status? Ende. Also, wenn eine Freundin so zu mir wäre, ja? Ich würde es nicht durchgehen lassen. Kann man bei der Jenga's Long Week Quest. Weiß nicht, frag mich. Los, los, los! Fuck! Nein! Oh mein Gott! Das war. Mehr, das war mir ein bisschen zu knapp, muss ich ehrlich zugeben. Aber nun gut, das müssen wir machen. Are you serious? Ohne Spaß, was sollte das jetzt? Faith, ab und zu. Das kann nicht! Ich rage gleich echt. Mach doch mal das, was du sollst. Genau. Das ist kein schwerer Teil hier. Manchmal könnte ich mich selber köpfen, aber egal. Null am Ragen. Keine Sorge, ich spiele dann noch ein bisschen COD und nein, ich rage nicht mehr. Das Spiel laggt gerade ein bisschen, das ist nicht so. Ich hoffe, es schmiert nicht ab. Aber nur leicht, okay. Also nicht so schwer krank wie ja, das, was ich gemacht habe. Wieso klingt es hier nach, als würde jemand eine Dose aufmachen von Soda? Hat es gerade so angehört? Ich weiß, ich höre Sachen. So, beruhigen wir uns mal ein bisschen, ne? Ich glaube, das tut uns allen ein bisschen gut. Oder sehr gut. Oder hyper gut. Das kann jetzt auch gute Zeit werden, Leute. Ich kann nämlich hier in diesem Level auch. In diesem Level. Junge, in diesem Level. Ich kann diesem Level. Ist sogar richtig, what the fuck. Kann ich sogar auch ein bisschen Zeit sparen. Auch wenn hier etwas anderes steht bei PB und Best. Aber ich weiß Bescheid. Keine Sorge. Die Scherbe bietet einige der spektakulärsten Ausblicke auf die Stadt.
um die Stadt. Leider ist das Fotografieren in den Stockwerken 90 bis 110 nicht gestattet. In unserem Souvenirgeschäft erhalten wir Lob Panorama-Bilder. Oh, Kevin, fertig. Yay. Er schafft so zwei verschissen. Lassen Sie Ihre Waffen fallen. Bleiben Sie, wo Sie sind und bereiten Sie sich auf. Mal gucken, ob ich das First Try hinkriege. Kann ja eigentlich bei Dodge raushauen und questen. So jetzt gerade. Er soll jetzt so singen. Okay, warte, was? Ich bin im Überwachungsraum. Ich habe sie schon okay. Sie sind mitten auf dem Aufzug raus. Also komm, irgendwo da drin müsste es ein Zugang. Ich bin zu schnell für der redet. Moment, ich schaue es gerade. Den hat mich irgendwann Sandstorm. So können Sie die Kerle abschließen. Ist doch Sandstorm, ja. Das singt man doch gar nicht. What the hell, was macht die? Ich will springen und die macht einen Sideflip. So, ich will nur auf safe gehen. So. Hörst du was? Als ob ich das spielen soll. Das ist asozial gemacht. Alter, es geht um die Noten. Gib dir die Noten. Das sind 2 Millionen Noten. Das merke ich schon. Alter. Das sind das was? Ist, Das ist einfach krank. Es wird ein Piano gezeigt und das Lied wird davon gespielt. Jede Note wird bei dem Piano angezeigt. Also es kommt von unten runter und dann wird Zeit abgespielt. Es sind 1,6 Millionen Notes sind das. Was? Ja, das sind so viele Noten. Das Video zeigt das gerade alles. Das ist gerade ein bisschen übertrieben. Ein bisschen. Das ist schon leicht krank. Ja, aber vertreib's doch, Alter. LOL, es hat gerade den Moment geleckt. Ist das euer Ernst? Ach schon, gib dir mal das hier. Ja, ich bin gerade noch am Run. Leider. Moment. So, einmal schön alle Anmerkungen entfernen und jetzt spielen wir sie. Vor ihm gibt es einen Aufzug. Ich habe ihn entriegelt. Fahren Sie mit ihm zum Serverraum. Von da müssten Sie in die oberen Stockwerke und zu Kate kommen. Boah, wird Sub-One auch in diesem Spiel möglich sein? Ich glaube schon, oder? Was? Okay, 18 Millionen? Das ist einfach nur krank. Das ist zu krank. Eindeutig zu krank. Ich sehe das gerade. Das ist krank. Die Sicherheitstüren zum Dach sind zu. Zerstören Sie die Server. Der Strom wird lange genug weg sein, damit Sie die Tür öffnen können. Oh Gott, es gibt sogar 1 bis 3 Millionen Noten. Die Überwachung weg. Was? Ich habe extra Slow-Mo gemacht. Als ob ich nicht rechtzeitig gedrückt habe. Da kannst du Slow-Motion machen? Ja, man kann Slow-Motion machen für schwierige Situationen, aber es ist halt bei Speedruns ein bisschen doof, weil es verlangsamt alles. Jo. Kann man das immer machen? Ich drücke immer rechtzeitig. Was ist los mit dem Spiel? Ich habe sie vorhin immer First Try hingekriegt. Boah, ich hasse das Spiel gerade so sehr. Ich mach jetzt einfach einmal Slow Mo. Als ob es eine Billion Noten hat. So, bitch please. Alter, der hat immer noch seine Familie. Das spiele ich immer auf mein Piano. Das ist leicht übertrieben. Okay, das Ende war scheiße. Wie du eiskalt mit deinem Fuß in der Stickst. Ja, sie hat Power, weißt du? Er hat Familie. Ist mir doch er hat virtuelle Kinder, die ein virtuelles Essen brauchen. Und virtuell lernen müssen.
und müssen aus Videospiele machen. Alter, ich will Videospiele. Die sollen Videospiel nachher sein. Du zerstörst den Heiligen. Lol, die Zeit ist weg. Jetzt weiß ich wieso. Ich hab die Farm falsch eingestellt. Irgendwie ist ein gewisses Blitz einfach zu dunkel. Falls du es wissen möchtest, ist es 1:45. Also 1 Stunde 5 Minuten 40 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch. Blacksmith, ich seh's gerade. Das ist das mit der Jo 1. Ich glaube tatsächlich, auf der Xbox 360 Konsole wäre das World Record. Okay, Challenge accepted. Schnell die das Xbox 360 Version kommen. Das war eine Note. Das war die eine einzige Note. Keine Sorge, wird die Zeit dann, wobei ich habe noch so einen scheiß Filter drauf, das sieht man gerade. Ah. Alter, als ob jetzt. Warte, was passiert, wenn ich das auf Slow-Mo mache? Sucht man nach 42 Zips. Warte, was? Wenn man das auf einen echten Rechner abspielen würde, stürzte er ab. Für wahrscheinlich vorerst um eine Zimmer hat. Die größte Motte der Welt. Wissen Sie, wie kann man so von übernachten? Was willst du mir übernachten, wenn du willst? Storm, du bist so ein Assi, weißt du das? Und ja, ich weiß, das muss ich nicht wirklich abspielen. Wenn ihr die richtige Zeit noch sehen wollt, kann ich jetzt extra noch machen. Warte, was? Ich bin zu klein, um an die ranzukommen. Ja, ist doch gut. Er hat sich Sicherheitsabstand, ist umso besser. Wait, ist es die Zeit? Es ist die Zeit. Okay. So, jetzt sollte man es sehen. 1:45, Alter. Ich müsste jetzt tatsächlich auf die Xbox 360 switchen. Und erstmal ersten Weltrekord in meine Tasche hier.